ich es zusammenfassen. Also wenn Kinder Kindern helfen, ist das immer noch der schönste, der allerschönste Teil meiner Arbeit. Und glauben Sie mir, das, was wir hier erleben, ist in keiner Weise selbstverständlich. Weder vor Jahren noch in diesen schnellen und wirren Zeiten. Vor 15 Jahren haben wir angefangen, in kleinen Projekten international zu helfen mit meiner Frau. Dann 2015 das Erdbeben in Nepal, was auch unser persönliches Erdbeben wurde. Und wir schlossen uns mit Freunden zusammen und haben als Charity-Klappe-Verein sozusagen uns beschlossen, jetzt noch mehr zu tun und mehr zu machen. Dann haben wir diese wunderbaren Kinder kennengelernt, das FFG war sofort an unserer Seite. Und wir waren in den Jahren danach gespannt, was wir so bewegen könnten als Verein. Hätten Sie mir damals gesagt, dass wir das Kinderhaus erfolgreich mit aufbauen würden, das wurde ja im März eröffnet, ein Musikunterricht mit für traumatisierte Kinder einrichten, ein krebskrankes Kind retten, einen blinden Jungen das Studium finanzieren, ein Bildungsprogramm für benachteiligte Frauen begleiten würden, dann hätte ich sie für vollkommen verrückt erklärt. Aber das alles ist mittlerweile Realität und nur mit ganz vielen Leuten an unserer Seite möglich. Und dass wir nach dieser großartigen Hilfe für das Kinderhaus nun auch noch unterstützt werden bei dem Bau der kleinen Kinderkrippe in Ecuador, das macht uns unglaublich stolz. Und Karl hat es schon angedeutet, dass diese Welt sehr klein ist, sieht man daran, dass die Initiatorin dieses Projektes eine junge Frau aus Neubuco ist, die vor Jahren nach Ecuador ausgewandert ist, die gesagt hat, Mensch, da müssen wir was machen. Sie wurde seinerzeit von Frau Röntfeld in Neubuco unterrichtet und da schließt sich dieser Kreis und lässt sich eigentlich alles in allem zusammenfassen. Ich liebe unsere kleine Stadt. Es ist so eine schöne kleine Stadt mit so großem Herzen und Sie alle machen sie dazu. Und ja, in diesem Sinne, uns allen schöne Weihnachten und oder Feliz Navidad.